Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Wir haben hier bei den Rodoks wieder ein bisschen Geld zur Geld gebracht. Wir haben, oh, falsches, da, ja, 400 Euronen, Dinare verdient und ja, wollen uns mal die Gefangenen loswerden, verkaufen an ein schönes Gefängnis. Ich denke, Jake Culler ist dafür gut. Und dann gehen wir wieder Banditen jagen. So. Oh, einer hat sich ein bisschen verbessert, der mich ein bisschen angeflucht hat, weil er mich beleidigt hat, weil ich eine Frau bin. Weil ich eine Frau spiele. Das geht mal gar nicht. Ein Kriegsbogen für 6 Bogen Zugkraft. Shit, shit. Oh. Ein Nachthemd. Mit Nachtstiefel. Schlafstiefel. Oh, Schlafstiefel. Ja, ist wieder mal typisch, nichts haben können, weil alles nur Schrott ist. Und alles günstiger, habt ihr gesehen, nur noch 38. Ja gut, nach zu Salen, Jalen und dann gehen wir wieder jagen. Okay, Swaden hat jetzt gerade eine Niederlage bekommen. Tja. Ah, ich freue mich dann so extrem aggressiv zu sein. So mit einer riesen, mit einem riesen Herr, Ritter alles totschlachten und später dann die Ritter in eine Burg reintun oder mehrere Burgen und sie mit Nahkämpfen auswechseln und dann Burgen belagern und Städte belagern. Oh, schön. Aber es geht noch einige Zeit. Aber es wird dann nicht mehr so spannend sein. Man ist dann immer so übermächtig. Ja, das Spiel ist halt schlecht balanciert, aber es ist eigentlich jedes Survival-Spiel. Okay, jetzt geht's langsam los mit dem Überallkriegen. Schauen wir mal, Lösegeld? Nein, Bunduk. Pff, wo ist der Lösegeld? Heini. Bunduk, komm mit. Ein Zerg war ich, aber du musst wieder Geld brauchst. Mit der Armbrust? Ja, ziemlich gut. Ja, ja, 200 ist egal. So. Haben wir den nächsten. Das haben wir bald alle. Das sind irgendwie nette Sachen. Ein günstiges Kriegshackschwert. Es hat Bones gegen Schäde hier. Ja. Schade, aber es ist einer meiner Lieblingsschwerter, wenn es dann besser wäre, aber dann ist es auch extrem teuer. Es gibt noch ein besseres. Ja, es gibt noch ein paar bessere, aber. Findet die erstmal. Wenn die Städte so arm sind, gibt es die nicht. So. Mal reiten. Jetzt haben wir fast 50 da. Also, hier haben wir ja irgendwo das Banditencamp da vorne. Jetzt jagen wir zuerst ringsum und dann greifen wir das Banditencamp an. Damit wir genug haben. Ein 26er? Nehmen wir auseinander. Immer Dörfer plündern.
Ah, wir werden es wahrscheinlich schwer haben mit dem Dorf. Ja toll, was sind denn das für Langweile? Banditen, befördern, nicht Banditen. Killen. Nur eine. Ja, es ist wieder Nacht. Das ist nicht gerade gut. So, jetzt ist wieder Tag. Geht das so schnell? Hm. Ja, wir können machen, was wir wollen, aber es ist auch gerade niemand hier. Wir haben zu wenig zu tun? Da haben wir ein paar. Sie fliehen wie kleine Lämmer. Haben keine Chance. So. Hat die Männer. Hat die Fresse. Gut. Dann mal los. Schneller. Kaum Vorteil 17. Hey, hallo? Falsches Getier. Wie hat ein roter Armbrustschütze so ein Banditen killen können? Das war ja extremes Glück. Ja, wir haben einfach zu gute Truppen. Ja, Ritter, komm. Ritter, ja, mach. Ja. Lanzknecht. Und ein Waffenknecht. Ja, da sind wir ganz nichts, Ritter. So. Danke für eure Hilfe, Fremde. Ja, ihr hättet es ohne mich ja nie geschafft. So. Tja. Haben wir alles? Dann haben wir hier noch ein paar Kergitreiter. Kergitreiter. Süß. So. Hauptmann, ich kann die krasse Ignoranz von Artimene nicht länger ertragen. Artimene macht immer Scheiße. Okay. Ich unterstütze natürlich ihn, nicht Artimene. Und die Nächsten werden fallen, wenn sie nicht gerade so weit abhauen würden. 24. 24 Banditen abgeschlachtet auf einem Baumstamm liegend. Hi. Wir haben wenig Geld, wir sollten vielleicht nicht befördern. Gut. So. Leutles. Kommt die her hoch? Aber wenn mich weg schubst, komme ich nicht hoch. Kann ich euch nicht helfen. Los da. Los, meine Truppen. Besiegt diese blöden Banditen, die meinen, sie können mich aufhalten. Das ist irgendwie so ein Verzweiflungsakt. Ja.
Wieso seid ihr jetzt hier oben? Also, schon hier oben. Los. Ja. Ist aber nur ein Landsknecht. Kann niemals so gut werden wie Ritter. Hey, hallo. Helft mir doch. Kommt mal runter. Viel besser. Gott, oh Gott. Das Spiel ist einfach. Man sollte das doch reinwerfen können und alles abschlagen. Man ist doch schon überlegen. Aber nein, ja, man hat immer Probleme. Wenn man zu weit reingeht. Aber habt ihr gesehen? Ich bin erst reingegangen, als alle Truppen eigentlich dort waren und die konnten nicht aufhalten, dass sie mich angreifen. Dass die Banditen mich angreifen können. Gut, der Kergic Schwammützler ist nur bewusstlos. So, Dele. Ja, jetzt soll ich aufhören. Ja, vielleicht den noch. Mann, ich habe immer das Verlangen danach. So richtig gute Truppen zu haben. Ja, super. Hauptmann Schmir hat seine Schuld in diesem Kampf wahrlich wieder abgezahlt. Sie ist eine feine, bescheidene Maid, wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf. Wäre sie von oben geblüht, würde ich sie vielleicht um ihre Hand bitten. Eine Schande, dass sie eine Kaufmannstochter ist. Ja, was bist denn du für ein abgebratener Adeliger. Aber es ist die pläsierlich, mit ihr zu sprechen, nur auf dem Marsch die Zeit zu vertreiben. Sehr gut. Ja, toll. Dann haben wir hier mal Kergidreiter noch. Schön. Oh, Kergidreiter. Ah, sind die. Also. Was machen wir? Ja, ich brauche Charisma. Bogenzugkraft. Bogenzugkraft ist Stärke. Ist das Bogenzugkraft Stärke? Ja, man braucht schon Stärke, aber eher doch. Ja, okay, sollte eigentlich Bogenzielkraft sein. Gut, Charisma. Gefangenenhandhabung, hä? Wo ist das andere? Anführerschaft, ja. Ist zu weit oben. So, und ich möchte gerne, Stangen. Waffen. Ja, und werfen. So. Für die Turniere dann. Weil die Speer zu werfen, das ist eine Kunst für sich. Das müssen wir nach oben schrauben. So, zurück nach Jalen. Mal Sachen verkaufen. Schauen, dass ein Lösegeldvermittler da ist. So. Troubadour. Und ja. Karawanenwache. Mach doch eine Karawane. So. Ja. Das ist eigentlich immer noch das gleiche Zeugs. Aber wir müssen hier kaufen. Nicht sicher nicht. Könnt ihr vergessen. Käse. So.
Mal schauen, was die Banditen wieder machen, ob die endlich mal wieder ein bisschen weiter gewachsen sind. Aber ich denke eher nicht. Gehen wir halt zu den Waldbanditen. Ja, das machen wir. Wir machen das ab kaputt. So, Deli. Keine Banditen hier. So, jetzt gemeinsam. Lass mich nicht sterben. Wir haben noch keinen Bogen, genau. Müssen das auch irgendwie. Also sind jetzt ja fast alle Begleiter. Also einfach meistens Begleiter wird es ausgewählt. Schön. Habt ihr hier oben noch einen? Geht mal hoch, bitte. Nee, dort sind noch zwei. Schön. Da unten ist auch noch einer. Geht mal hinten. Die aus der Höhle rausgekommen sind, nochmal besiegen. Aua. Spawnt einfach hinter mir nochmal seine. Die Entwickler erinnern mich irgendwie an die Entwickler von Regnum. Beide haben irgendwie nicht gerade viel Intelligenz angezählt. Ist jetzt nicht viel Intelligenz beim Entwickeln von Spielen. So. Kurz ein bisschen anschauen. Keine Pfeile, Bogen, nix. Und jetzt? Welche Fußsoldat? Schmier hat's recht gut getroffen. So, gucken wir uns in das Dorf schauen. Die sollten irgendwie was Belohnung geben, wenn ein Banditencamp ausgeleuchtet wird. Auf die Vorräte. Trauben. Sicher nicht. Ich will ja keine Trauben haben. Trauben sind für Scheißer. Kleine Scheißer, die immer halt scheißen müssen, wenn sie Trauben essen. So. Aufgaben. Sicher nicht. Ich will doch kein Getreide suchen. So, so kleine Gebirgsbanditen können halt wieder etwas suchen. Und jetzt gehen wir nach Suno. Sumoringer. Ich denke, da in diesem Wald hinter Suno ist das Banditencamp oder hier. Ja, hier eher. Den Wald meine ich nicht, den da. Und ja, mal gucken, ob es hier mehr hat. Sollte eigentlich schon sein, oder? Der Pleis kommt bald auf die Freis. Endlich!
Wieso muss ich eigentlich die ganze Zeit ihn dem nach sagen, dem reden? Schlecht gemacht. Gut. Das Spiel hat seine Macken, aber ist auch ganz gut. Ich meine, immer wieder, wenn ich so viel Schlechtes sehe, dass ich einfach das Game schlecht erzählen will oder so. Aber ich tue lieber schlechte Sachen sagen, weil ich dann sehe, dass ich alles erzählt habe. Wenn ich jetzt alles Gute sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch nie fertig sein. Es ist einfach cool, dass das Action-Rollenspiel mit Realismus und also so Survival ist. Kann man gute Geschichten machen. Die Retterin dieser Welt. Aber ich habe keine gute weibliche Stimme. Ich bin sowieso einer, der eher eine raue Stimme hat. Ich weiß es gar nicht so genau, wie ich das... Boah, ist das teuer. Truppen, ihr werdet jetzt nur noch halben Lohn bekommen. Bis ihr mir Geld gegeben. Also, bis sie mir ganz viel Geld haben. So, ein paar Leute befreien. Das ist, glaube ich, einer gewesen. Plus eins. Zwei plus eins. Habt ihr gesehen, wie ich zurückgegangen bin? Hä? Also Bannerlords, da bin ich sehr überzeugt, wird der Hit. Wie die Mods, also die Mods sollten viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Oh ja, 16 plus 4. Also, wieso seid ihr so schnell? Ihr seid nur zu Fuß, ich bin beritten. Komm schon. Jetzt jagen wir den, bis wir ihn haben. 5-1, 3-1. Boah, der ist 5-1. Okay, wahrscheinlich bin ich ja 5-1 gewesen, aber ist dann gleich Nacht geworden. Kommt, irgendjemand muss die aufhalten. Ja. Ich hoffe, das ist nicht... Ja, er greift nicht mit an, sonst würde er uns die Sachen wegnehmen. Sehr schön. Also nicht sterben, bitte, gell? So, ich greife mal zu. Pferd an. Das tat weh. Schön, schön. Nochmal eine. Gut. Ja, macht ihn tot. Ja, bitte, der war meine. Oh je. Eine Bauersfrau. Die werden zu einer der besten Truppen. Nicht Vollkühen. Oh, das ist schon lange her. Sind wir es Vollkühen? Werden wir sehen. Wir werden die jetzt mal mitnehmen. So, Menschenjäger können wir draußen lassen. Und hier haben wir 27 Rüstung. Oh, schön. Hallo meine Dame, ich wollte euch nur mitteilen, dass Alien ein höchst anständiger Ritter ist. Habt ihr ihn in unserem letzten Gefecht gesehen?
Ich gestehe auch, dass ich ihn einen wahrlich angenehmen Gefährten finde, einen Mann von Witz und Manieren. Vielleicht, aber ich rede zu viel, ich bin einfach viel zu viel lebt. Ja, guten Tag, meine Dame. Ja, sehr gut. Ja. Ich möchte jetzt reden. Hey, ihr seid ja top ausgebildet. Handel, ja, Handel ist klar. Wie kann ich die jetzt verteidigen? Ich werde sie zu Schützen machen. So. Ja. Möchtet ihr die Zartheit meines Stahles fühlen? Ich wollte euch nicht beleidigen, Herrin. Was, der hat schon zwei gehabt? Gut, dann hat er jetzt nur. Dafür haben wir ein bisschen Anzahl. Ja, Pech. Hauen wir ab. Schon wieder befördert. Aber, oh, die Frauen kommen. Wir könnten jetzt nur ein bisschen herumlaufen. Dass die befördert werden. Ja, komm. Der kann auch ein bisschen befördert werden. Aber die Großen befördere ich nicht. Werden viel zu teuer. Das geht mal gar nicht. Ja, danke, Herr. So. Wir verdienen Geld. So. Mehr brauchen wir nicht hier. Also, Fragezeichen. Wir haben noch 4 Minuten. Wir gehen ein bisschen zurück zu Kanakergit. Und jetzt ist die Frage. Schließe ich mit Kanakergit das Vasall an? Oder werde ich einem Reich helfen, das nicht so gut ist? Weil Kanakergit ist eigentlich das beste Reich von den Gebieten. Also ich sehe gerade, Kelgit hat das einziges eine Burg mehr und ein Dorf. Naja, es ist zu wenig. Und außerdem, sogar beim Kampf gegen den Soldaten verliere ich nicht so viel Ansehen. Verliere ich nicht so viel Beliebtheit zu dem, dem ich angreife. Dann werde ich wahrscheinlich schon Kanakergit beide. Jetzt frage ich mich, hat schon mal ein Let's Player Kanakergit genommen? Ich glaube kaum. Es gibt, glaube ich, einen, der hat Salantisches Reich genommen. Tja. Werden wir schauen. Also, ich werde nicht nachschauen. Ich schaue sowieso zu viele Let's Player. Aber, ich werde es machen, einfach Kanakergit beitreten. Aber, ja, vielleicht werde ich kurze Let's Play Pause machen von 1-2 Tagen oder so. Eventuell schreibt ja dann, ist dann jemand. So, können wir noch kurz befördern? Ich glaube, wenn es Tag wird, haben wir wieder eine Trainingseinheit oder wie ist das? Eine Woche. Ja. Dann schauen wir mal. Ich möchte zuerst einmal allein hoch tun. So, haben wir noch einen hier unten. Der Bunduk. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Bauernfrau und Lagerzivilisten kommen nicht. Das ist schade. Den machen wir hoch. Wir haben genug Geld jetzt. Der Allein richtig aus. Ich
möchte den reiten, ist Wendigkeit, Waffenmeisters Wendigkeit brauchen wir nicht. Stärke, hä? Nein, Eisenschwert noch nicht. Stärker. Lieber defensiver. Einhandwaffen. Und zwar möchte ich noch kurz dem eine Waffe geben. 26. Ja, cool. Schild habe ich auch nicht. 14, 27. Dann dem gebe ich 4, 27. 13er. Nö, braucht er nicht. 7. Von mir aus. Also Handel, Ausbildung war. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter hier. Ja, gut. Speichern als. KK bei. So. Toll. Also, ich bedanke mich fürs Schauen. Und ja. Dann probieren wir es im nächsten Part. Dem Kanat-Kergit beizutreten. Und ignorieren mal die Banditen im Reich dann einfach. Weil sie zu schnell sind. Bekommen eventuell irgendwann einmal eine Burg. Und dann können wir die Nahkämpfe und Fernkämpfe einfach die nicht berittenen in die Burg tun. Und ja, da wird niemand da angreifen, weil wir dann so viel haben. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, euer Dago Basler. Bye.